So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Drakengard 1 tatsächlich. Das Ganze war ja auch schon seit einer Ewigkeit geplant. Jetzt wird es endlich in die Tat umgesetzt. Und ja, es wird sehr interessant auch für mich, weil ich habe Drakengard 1 tatsächlich noch nie gespielt und auch noch nicht auf YouTube komplett angeguckt. Ich kenne halt einige vereinzelte Szenen. Ich weiß in einigen Punkten, worauf es hinausläuft, weil ich mich halt über die Nier-Lore informiert habe und so weiter. Aber so prinzipiell kenne ich die Charaktere und so gar nicht und bin deswegen auch sehr gespannt. An sich kann man, denke ich mal, dasselbe wie immer warten. Also grauenhaftes Gameplay, alles ist sehr monoton, grauenhafte Technik, dafür aber ein mehr oder weniger guter Soundtrack, auch wenn es hier noch ein anderer Komponist war tatsächlich. Und hoffentlich gute Charaktere und Story. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall Abfuck. Das auf jeden Fall. Alles andere kann ich nicht versprechen, aber ich bin mal gespannt. Das Ganze spielt etwa 100 Jahre nach Drakengard 3. Ihr braucht allerdings keine Vorkenntnisse, falls ihr die Let's Plays nicht geguckt habt, beziehungsweise die Spiele nicht selbst gespielt habt oder sonst was. Ist halt sehr unabhängig. Natürlich, ich meine, das war das erste Spiel aus der Reihe, was jemals erschienen ist. Von daher ergibt das auch nur so Sinn. Falls ihr euch fragt, welches der vier Enden führt denn zu Drakengard 1, dann kann ich sagen, keins tatsächlich. Das Spiel spielt zwar davor, also Drakengard 3, und viele Elemente aus allen Enden stimmen irgendwie mit dieser Welt überein. Hör auf, zurückzugehen, obwohl ich das nicht will. Aber kein Ende ist wirklich hundertprozentig das, was zu Drakengard 1 führt. Es gibt einen Roman, der die komplette Verbindung erklärt. Der ist allerdings nie übersetzt worden, also auch nicht auf Englisch. Und ich habe auch nur eine unfertige Zusammenfassung gefunden. Aber vielleicht gehe ich da nochmal ein bisschen drauf ein. Jetzt gerade kann ich dazu nicht allzu viel sagen. Aber es ist auch nicht so wichtig, wirklich. Also von daher, mal sehen, okay? Ich habe jetzt schon mehr als genug geredet. Wir fangen einfach an. Neues Spiel. Ich spiele übrigens auf leicht, damit wir nicht komplett leiden. Ich leide schon so genug wahrscheinlich. It is an ancient time, and dragons still roam upon the earth. Two great powers, the Union and the Empire, wage fierce war for the control of a goddess who protects the harmony of the world. In only a short time, the Empire has become powerful beyond reckoning, and now it turns to attack the castle where the Union safeguards the goddess. The world teeters on the brink of chaos. Its fate now lies in the hands of one man. Was ich mich jetzt gerade schon frage, wer ist dieser Typ, der das gerade erzählt? Und wann erzählt er es? Gibt es irgendwann eine Zeit, in der es keine Drachen mehr gibt, also? Oder hat man sich damals, als man das Spiel gemacht hat, nicht so viele Gedanken darum gemacht? Ha, wahrscheinlich denke ich wieder zu viel nach. Leider sieht das Spiel nicht so gut aus wie diese Sequenz. Allerdings, im Gegensatz zu Drakengard 3,
gibt es nicht nur eine von diesen Sequenzen ganz am Anfang, sondern wirklich mehrere. Und ich finde die echt hübsch. Natürlich für heutige Verhältnisse nicht mehr und im Gegensatz zu dem Intro von Drakengard 3 ist es auch gar nichts. Aber bei Drakengard 3 war es halt auch so, dass es wirklich nur diese eine Intro-Sequenz gab, die wirklich richtig gut aussah und danach gab es das nie wieder. Diese Sequenzen gibt es jetzt hier im Spiel öfter. Wie oft genau, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall öfter als einmal. Keim, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, und die Soldaten der konföderierten Armee kämpfen sich zum Schluss durch, um Furiae, die Göttin des Siegels, und Keims einzige Schwester zu beschützen. Die Göttin ist unsere Schwester? Okay. Das Imperium hat seine königlichen Eltern ermordet und sein Land zerstört. Und jetzt greift es auch noch das Schloss an, dem seine Schwester Furiae zur Flucht nimmt. Keims Herz ist nur mehr von Rache erfüllt und er stürzt sich in die feindlichen Herrscharen. Gut, dann auf in den Kampf, würde ich sagen. Ich habe schon ganz kurz das Spiel auch angetestet, um halt die Aufnahme zu testen, denn ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um die Qualität so zum Laufen zu bringen, wie sie jetzt ist. Ich hoffe, sie ist gut. Gut genug, wie auch immer. Und da habe ich dann auch schon mal ganz kurz das Spiel angetestet und ich habe aber schon wieder alles vergessen, das ist schon wieder ein paar Tage her. Trotzdem, okay, was? Ich habe gar nicht gelesen, was da stand. Verdammt nochmal. Okay, R3. Karte, okay. Aha, okay. Warum ist das invertiert? Ah, verbleibende Zeit, wir haben 60 Minuten Zeit. Ich hoffe, das brauchen wir nicht für eine Mission, das wäre ein bisschen deprimierend. Okay, Mission. Furias Schloss ist umstellt, töte alle imperialen Kommandanten, die mit Hauptziel markiert sind und durchbricht die Belagerung. Okay, kriege ich hin. Hoffe ich. Okay, hier haben wir ganz viele Zahlen, aber keine als richtigen, glaube ich, zum Großteil. Na, keine Ahnung. Gut, egal. Ich gehe erstmal zurück und wir werden ja sehen, was passiert. So, wir können auf jeden Fall einmal so normal angreifen. Gut, dass ich schon mal getroffen werde. Dann können wir... Ja, ich muss wieder reinkommen, okay? Mit Dreieck können wir... Können wir nicht. Warte mal. Ach so, nee. Kann ich gerade nicht, weil da unten ist eine Leiste. Ich weiß nicht, wie sie sich auffüllt. Ich glaube, wenn ich... Kommen muss aneinander rein anscheinend. Oder so. Oder wenn ich zumindest treffe, keine Ahnung. Dann füllt sich die grüne Leiste und damit kann ich dann Magie einsetzen. Auf Dreieck. Okay. Soweit, so gut. Rollen, das finde ich sehr interessant. Das habe ich dann schon relativ schnell bemerkt. Mit R1 rechts rollen und mit L1 links. Das finde ich fantastisch. Das macht wahrscheinlich keinen allzu großen Unterschied. Aber... What the fuck ist das? Hallo? Da kann ich Waffen wechseln oder wie? Also, jetzt noch nicht, aber kann ich theoretisch. Und da kann ich blocken. Okay. Ah, oh, fuck. Die Kamera ist gerade ein bisschen problematisch. Ich komme damit noch nicht da, weil wenn ich die drehe, dann springt sie immer wieder zurück. Warum springt sie zurück, wenn ich sie drehe? Ich drehe sie doch, damit ich irgendwo anders hingucken kann. Nicht, damit sie wieder zurückspringt. Ich meine, es ist ja nett, dass sie das automatisch tut, aus irgendwelchen Gründen, aber ich mag das nicht. Na, keine Ahnung. Welche sind denn jetzt als Hauptziel markiert, oder? Ich gehe jetzt mal durch. Das ist halt sehr Dynasty-Warrior-artig. Viel mehr als Drakengard 3. Also es ist halt wirklich ein klassischeres Hack-and-Slay-Spiel im Sinne von, wir haben eine große, offene Fläche immer, die einfach voll mit Gegnern ist. Und wir sollten die halt am besten nicht alle töten, glaube ich. Also ich weiß nicht, vielleicht sollten wir doch alle töten. Vielleicht muss ich doch alle töten, damit ich nicht unterlevelt bin. Das wäre ja ziemlich deprimierend, aber ich spiele ja erstmal auf leicht dafür, ne? Kann ich eigentlich irgendwie anvisieren? Weil ich habe bis jetzt noch keine Taste dafür gefunden. Das ist ein bisschen deprimierend, wenn ich das nicht kann. Was kann ich eigentlich noch auf den anderen? Was da gar nicht springen und was im Kreis? Gar nichts. Anscheinend gar nichts, erstmal. So, der ist auf jeden Fall ein Hauptziel da. Aber er stirbt nicht. Hat die Gegner nicht gerade noch Lebensleisten? Haben die das eingebildet? Ich glaube, ich habe es mir eingebildet. Oh Gott, Hilfe! Also ich komme mit dem Gameplay halt so gar nicht klar momentan. Ich weiß nicht, ob ich da noch reinkomme, aber naja, lustigerweise, es ist halt viel simpler, aber lustigerweise macht es trotzdem momentan noch mehr Spaß auf irgendeine Weise als Drakengard 3, einfach weil es nicht laggt. Es laggt halt echt nicht, es läuft vollkommen flüssig. Das ist super. Das Kampfsystem ist komplett scheiße bisher. Vor allem, weil ich noch nicht anvisieren kann. Also, weiß nicht, ob das halt geht oder ob ich nur zu dumm bin, um die Taste zu finden, aber falls es nicht geht, ist es halt ziemlich scheiße. Aber es ist halt sehr angenehm, dass es nicht laggt einfach. Da bin ich jetzt sehr froh. Das ist schon echt ein Luxus, nachdem man Drakengard 3 so lange gespielt hat und man echt an Lag stirbt halt. Es ist halt echt durchgehend 20 FPS, wenn man Glück hat. Ja, also, wenn dann halt ein Drache um die Ecke kommt, dann war es mit 20 FPS. Definitiv.
Das ist eine komplette Slideshow an Bildern. Oh Gott, das macht so viel Spaß hier gerade schon. Ah ja, ich fange schon sehr früh an, mich über das Gameplay zu beschweren. Ich weiß, ich sollte mich nicht so viel ausholen, aber ich bin ja auch eigentlich darauf vorbereitet, dass das Gameplay ziemlich scheiße wird. Von daher, wir spielen sehr für die Story und für so ein Stuff und ich hoffe wirklich, dass es sich lohnt. Aber wenn nicht, trotzdem will ich es einfach der Vollständigkeit halber auf diesem Kanal haben gerne. Und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ich werde sowieso demnächst anfangen, wahrscheinlich die Kämpfe rauszuschneiden. Also es wird nicht so lange drin bleiben alles. Jetzt am Anfang natürlich noch, weil ich euch das auch ein bisschen zeigen möchte, damit ihr euch auch einen Eindruck über das Kampfsystem verschaffen könnt, wenn ihr das gerne wollt. Aber ich werde sich das ganze Spiel über alles drin lassen, weil das wird anstrengend. Also spätestens so in Folge 3 oder 4 werde ich dann anfangen, relativ viel zu schneiden, denke ich mal. Vor allem in Ranger 3 am Anfang war es ja wenigstens noch so, dass unterbrochen geredet wurde und ich deswegen, ja, sowieso nichts rausschneiden musste. Aber hier wird ja jetzt schon nichts geredet, deswegen, ja. Und übrigens wieder am Sterben, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Mir fällt das auf jeden Fall auf gerade. Und das Rauch ist halt nur leicht. Stier! Feuer in dein Gesicht! Jetzt ist nur noch einer hier. Erstmal. Oh Gott. Ich blocke jetzt jedenfalls erstmal. Auch nebenbei noch. Ich muss das halt echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie heilen kann, aber ich glaube irgendwie nicht. Und ich will das nicht alles normal machen gerade. Ich glaube, ich hätte echt besser aufpassen sollen von Anfang an. So, der ist auch noch tot. Ist noch irgendwo ein Hauptziel. Ach Gott, da auch noch. Ja. Jetzt aber, glaube ich, der letzte jetzt. Oh Gott, Hilfe! Ich sterbe halt echt. Habe ich irgendwas, um mich zu heilen? Da auf jeden Fall nicht. Hilfe, wie kommt der raus? Da, so. Select, gar nichts, okay. Lass mich hier weg! Oh Gott, das ist noch ein Hauptziel, oder? Scheiße. Alles voll mit Hauptzielen hier. Hier, verbrennen! Ich spiele doch auf leicht, oder? Please help us. Ja, ich helfe doch. Gleich irgendwann. Wenn die ganzen Hauptziele hier weg sind, zumindest. Wie viele sind das denn auch einfach? So, der auch noch weg und da ist noch einer. Okay, okay. Ich habe mich so früh gefreut, wie gesagt. Und ich muss jetzt halt echt aufpassen, weil ich halt echt kein Leben mehr habe. Ja, das freut mich für ihn. Ich versuche aber hier gerade irgendwie Leute zu töten. Um irgendwie voranzukommen. Ich kann natürlich auch einfach durchrennen, aber nein, das Spiel erlaubt es mir nicht. Also, erlaubt es mir schon erstmal, aber ich denke mal, das wird mir nicht erst viel bringen, wenn mir die Mission sagt, ich soll die alle töten. Gehe ich jetzt mal von aus, halt wie gesagt. Verbrennen bitte! Danke! War's das jetzt? Holy shit, ich bin so tot. Und ich glaube, ich muss alles nochmal machen, wenn ich sterbe. Gehe ich jetzt einfach erstmal von aus. Wenn Keims Waffe aufleuchtet, die Magietaste, Dreieck drücken, um einen Kraftstoß mit großer Reichweite auszuführen, okay? Und wann leuchtet die auf? Nach dem Schlag oder so? Warte mal, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich möchte jetzt gerade erstmal abschneiden. Ich meine, ich kann das austesten, aber die Gegner laufen ja schon auf mich zu. Hilfe, die Kamera. Oh Gott, diese Kamera. Ich bin hier ein bisschen am Durchdrehen gerade. Hallo, guck nach da. Holy shit. Ah, da. Okay. Interessant. Leuchten. Oh Gott, nein, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Aber ich bin ziemlich tot. Oh, das ist das Hauptziel. Ich sehe schon. Weg mit euch! Ich bin tot, ich bin so tot. Meine Lebensweise ist schon gar nicht mehr vorhanden eigentlich. Oh Gott, vielleicht sollte ich doch schon gleich anfangen zu schneiden. Komm schon, verbrennt alle! Vielleicht habe ich ja noch eine Chance. Ich glaube echt nicht. Ich glaube echt nicht eigentlich. Ich meine, momentan kann ich alle irgendwie noch mit dem Feuer von mir fernhalten. Aber für wie lange? Für wie lange? Ihr Pferdchen! Verbrennen, verbrennen! Okay, der ist tot. Your sister, I mean her ladyship, the goddess. Ja, meine Schwester ist die Göttin, ist so alles dasselbe. Der Feind ist im Schloss und imperiale Gardisten bewachen das Tor. Ja, ich kann es nicht lesen! Mann, lass mich weiterlesen. Wie geht das nochmal? Nein, das ist schon wieder die falsche. Oh Gott, Hilfe! So, da. Mission. Bezwinge sie und hole dir den Fallgatterschlüssel. Oh Gott. Ja, was denn noch? Super, ich bin auch gar nicht am Sterben zum Glück. Hilfe! Ich bin eigentlich schon längst tot. Ich dürfte schon längst nicht mehr hier sein. Ganz ehrlich. Oh Gott. Habe ich hier eigentlich Invincibility Frames oder so? Gab es sowas damals schon? War das schon erfunden? Sterb bitte. Oh Gott, ich glaube einer ist tot, ja. Ich mache gerade sowas von. Weiß ich auch nicht, was ich mache eigentlich.
Aber ich weiß nicht, wie ich noch lebe. Eine Schatzkiste ist erschienen. Ja, was denn? Wo denn? Hilfe, ich kann die Kamera nicht umdrehen. Warum ist diese Kamera... Oh Gott, ich lebe immer noch. Wie lebe ich noch? Wie? Ich bin tot. Naja, dann haben wir den Game Over Screen auch jedenfalls mal gesehen. Yay, bis gleich. Ich sollte besser spielen, glaube ich. Okay, ich habe es wieder geschafft, so weit zu kommen, wie ich gerade war. Diesmal will man sie mit etwas mehr Leben. Man muss halt ein bisschen letztendlich aufpassen. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht versucht. Ich bessere mich jetzt, okay? So, Schlüssel, ne? Wir müssen sie sogar noch einsammeln. Sehr schön. Naja, ich weiß schon, danke. Ich muss ins Schloss gehen. So, das nehme ich auch noch mit. Tatsächlich liegt nämlich überall immer Heilung rum. Das habe ich beim ersten Mal irgendwie gar nicht mitbekommen. Protector. Protect for the eye. Ja, wir beschützen sie schon. Ja, ich bin gut. 87% Lebensenergie noch übrig. Und leveln können wir anscheinend auch. Okay. Aber nicht bei Level 2 erreicht. Ah, das könnte problematisch werden mit dem Leveln, wie gesagt. Ich hoffe, ich muss nicht so viel grinden, aber ansonsten mache ich das eh offscreen natürlich, keine Sorge. Und ich habe eine neue Waffe bekommen sogar. Okay. Waffenschlacht auswählen. Ja, okay, krieg ich hin. Vielleicht hätte ich das lesen sollen nach. Nein, lese sie dann später in der Aufnahme vielleicht. So. Was? Achso. Aber das ist voll die Umgewöhnung. Man muss jetzt immer auf Dreieck zurückgehen und nicht mehr auf Kreis. Denn damals war das ja noch so zu PS2-Zeiten. Ich weiß nicht, warum das seitdem geändert wurde. Aber damals war es ja noch so. Irgendwie zu dieser Waffe, okay. Ja, wie kann ich hier nach unten gehen? Kann ich gar nicht irgendwie. Waffe mitnehmen, okay. Ah, okay. Irgendwo liegt ja schon eine Waffe, ne? Ja, da. Ah, okay. Aber das ist cool eigentlich. Das finde ich cool. Kill me if you desire. But you can never dirty my soul, wretched human. Tell me, do you still want to live, dragon? What? A pact! There's no other way! What makes you worthy of a pact with me? Worthy or not, I wish to live. Despise me if you will, but I shall not die! Your answer! A pact or death! Ein Pakt also. Was das ungefähr ist, haben wir ja bereits in dem zweiten Ende, glaube ich, von Drakengard 3 erfahren. Also nicht erfahren, aber wir haben es halt mitbekommen, wie ein Pakt zwischen Zero und Mikhail geschlossen wurde. Naja. Hier finden wir dann vielleicht ein bisschen mehr darüber raus. Reden, bitte, danke. Im Schloss findet Keim einen stolzen roten Drachen vor, den die imperialen Soldaten für wahr grausam zugerichtet haben. Trotz der Demütigungen hat er sich ihm jedoch nicht unterworfen. Keims Eltern wurden von einem Drachen getötet und er empfindet nur Hass für die rote Bestie. Aber ein Pakt mit dem Ungetüm gebe ihm die Macht, dem Imperium zu trotzen. Und auch der Drache weiß, dass sein Leben nur durch den Pakt mit dem Menschen gerettet werden kann. Das Schicksal drängt die beiden Sterbenden zu diesem Pakt, den sie schließen, um weiterzuleben. Gut. Dann mal sehen, wie das hier aussieht. Oh, ich muss kämpfen, ha? You interrupt us! Go back to hell, hyenas! So, was ist mein Ziel? Vernichte alle imperialen Soldaten. Okay. Dann tun wir das. Was? R2. Standard. Achso, ja, dann kann ich wechseln. Genau. Dann probieren wir das direkt mal. Ah Gott, mein Stick ist ein bisschen meh. Ich habe nämlich ganz viele Controller jetzt bei mir rumliegen.
Und keiner davon funktioniert komplett. Alle funktionieren so ein bisschen, aber keiner komplett. Bei dem hier ist der linke Stick ein bisschen... Ja, er funktioniert, aber er ist immer ein bisschen in bestimmte Richtung eingestellt. Ich kann es nicht erklären, aber ist halt so, okay? Gut. Ah, da ist eine Truhe. Die nehme ich doch gerne mal mit. Was auch immer da drin sein mag. Was hab ich bekommen? Erfahrungspunkte, das war's. Okay, ich bin verwirrt. Ah ne, da liegt immer noch was rum. Achso, das war nur Leben. Achso, ja gut, das hätte ich dann vielleicht später einsammeln sollen und nicht jetzt. Naja. Okay, die Waffe ist, glaube ich, vom Moveset her ein bisschen anders auf jeden Fall. Ist ein bisschen langsamer, habe ich so das Gefühl auch. Ja gut, dann probieren wir mal damit ein bisschen rum, wie gesagt. Ich weiß generell noch nicht, wie die ganzen Eigenschaften der Waffen später noch wichtig werden. Das ist kein Schwert, was du dann in der Hand hältst, weißt du das? Ah, whatever. Ich glaube, es ist ihm relativ egal, was er gerade in der Hand hält. Die Dialogzeilen werden wohl nicht darauf angepasst. Wäre aber auch ein bisschen verwunderlich. So. Sterbt alle bitte. Ich glaube, ich mag die Waffe nicht so sehr wie die andere. Die kann ich auch mal wechseln. Jetzt schon wieder vergessen. Da. So, eins rüber wechseln. Kometentanz. Er ist ein bisschen schneller auf jeden Fall, deswegen. Feuer! In euer Gesicht. Die haben echt viel aus, diese komischen mit dem Schild hier. Naja. Dieses komische Kombo-Gedöns, dass man irgendwie im richtigen Moment Dreieck drückt, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, weil ich krieg's manchmal zwischendurch hin, voll random, aber ich habe das System dahinter noch nicht so ganz verstanden, wann genau ich das drücken soll. Ich swear mir das einfach nebenbei mal ein bisschen und manchmal macht es halt Feuer und manchmal macht es einen krassen Move. Ich habe keine Ahnung, was es wann macht. Also in welchem Moment genau man drücken muss. Warum ist da unten links in der Ecke eigentlich so ein Framed abgebildet? Also der Typ aus Dark Souls, dieser komische Wurm da. Das war deine Idee, das weißt du schon, ne? Das hat der Drache nicht vorgeschlagen, sondern du. Natürlich, du denkst, das ist irgendwie die einzige Möglichkeit für dich und so, aber sei doch nicht so verwundert darüber, das war deine Idee. Trotzdem, du könntest auch bis umsonst auch irgendwie ein Leben führen. Vielleicht kein schönes, aber naja, wer führt schon ein schönes Leben in Drakengard, nicht wahr? Okay, jetzt sind nur noch diese beiden übrig, oder? Komm schon, geht weg von mir. Oder von meinem Drachen. Oder also von, ja, von uns beiden halt. Komm schon, steh bitte. Danke. Wie nimmst du denn dein Zeitlimit? Ja, aber irgendwie 60 Minuten oder so, oder nicht? Oder ist hier weniger? Ja, 60 Minuten. Wow. Aber sind gerade mehr Gegner dazu gekommen, weil ich sehe da gerade so Markierungen auf der Karte. Und ja, das sind neue Gegner. Ja, oh Gott, sogar ein bisschen stärkere diesmal. Egal, sollte kein Problem werden, hoffe ich. Oh Gott, vielleicht doch. Beim letzten Mal habe ich sie so gut hinbekommen zu besiegen. Warum sind sie jetzt so ein Problem? Sie treffen mich ununterbrochen mit jedem Angriff irgendwie. So, Feuer oder auch kein Feuer. Wie gesagt, mach doch was du willst. Hauptsache du machst Schaden. Das ist das einzig Wichtige gerade. Ja, das liegt irgendwie an mir eher, ob du stirbst oder nicht. Einmal bist du ja bereits gestorben, weil ich halt echt inkompetent war. Ich bin immer noch inkompetent, aber... Das war echt schon ein bisschen peinlich, in der ersten Mission direkt zu sterben. Ich habe halt am Anfang echt nicht aufgepasst darauf, dass ich vielleicht noch auf mein Leben achten sollte. Hä? Jetzt weiß ich Bescheid, das Spiel ist nicht komplett zu unterschätzen. Komm schon, stirb! Und da ist noch ein zweiter. Ja, ich weiß, siehst doch. Komm. Sie halten echt viel zu viel aus, mal ganz im Ernst. Natürlich kann man da bestimmt irgendwie noch was mit krassen Kombos machen, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Aber ich krieg's momentan noch nicht hin, irgendwie sinnvoll die zu kämpfen, ohne dass es jahrelang dauert. Aber ich meine, Gegner mit so vielen Leben sind ja aus Drakengard 3 auch schon gewohnt. Da habe ich mich auch genug darüber aufgeregt. Wobei es bei Drakengard 3 auch teils an meiner Kompetenz lag, was die Kombos angehen und so weiter. Wobei man dann mal eine coole Kombo gefunden hat, die echt viel Schaden macht, dann ging's eigentlich. Vor allem diese Sperrkombo, die ich erst gegen Ende gefunden habe. Jetzt fangen wir nicht so an hier. Still alive? Ja, ich lebe noch. Ja, könnte dein Leben retten zum Beispiel. Und so. Gut, dann war's das wohl. Und Level 2? Level 2. Was bringen mir denn die Stufen überhaupt? Die haben die Lebenspunkte erhöht, ne? Ich glaube schon. Gut, meinetwegen. Finde ich gut. Hätte zwar lieber mehr Schaden als mehr Leben, aber ich denke, dafür sind hauptsächlich dann die Waffen hinterher da. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Freie Expeditionen wurden freigeschaltet. Aha. Kann ich dann die Kriete aus den Missionen nochmal frei erkunden, oder wie? Was ich mich jetzt frage, können die Leute in Drakengard einfach jederzeit in ihre Brust greifen und irgendwie ihre Seele oder was auch immer das war rausziehen? Was, es geht weiter? Ich wollte den Part beenden. Lord Kain, we shall fight on the ground. You take to the sky. Okay, die Kamera ist invertiert. Ich muss auf jeden Fall irgendwas daran ändern, so kann ich nicht zielen. Aber beim nächsten Mal finden wir heraus, wie wir in der Luft kämpfen, denn jetzt beende ich erstmal den Part. Ich hoffe, der Einstieg hat euch halbwegs gefallen. Lasst einen Kommentar da, wie immer, und so weiter und so fort. Beim nächsten Mal fliegen wir. Und ich hoffe, ich kriege es noch hin, die Kamera umzustellen. So, wie gesagt, kann ich echt nicht zielen. Ciao.